Côte Sauvage, so lautet der Titel einer ganzen Serie von Gemälden, die Ralf Fleck, ein in Freiburg lebender Künstler, in den 1980er Jahren realisiert hat. Was man zu sehen bekommt, das ist zunächst eigentlich ganz einfach. Man sieht eine Felsenküste bzw. einzelnen Felsen im sturmumtobten Wasser. Das Interessante an den Arbeiten ist, wenn man sich ihnen annähert. Ab einem bestimmten Moment kippt das Bild um. Man ist konfrontiert mit Malerei. Und die Malerei ist das Entscheidende, nicht das Motiv. Das Thema dieser Bilder ist Malerei. Und man sieht sehr schön, wie Ralf Fleck geradezu in der Farbe wühlt und arbeitet, die Materie dick aufträgt, ein Relief eigentlich dann entsteht. Die Voraussetzung für eine solche Malerei ist natürlich eine Welt voller medialer Bilder, die Côte Sauvage ist durchfotografiert. Das braucht man eigentlich nicht nochmal malen. Interessant wird der Moment, in dem es umschlägt und aus dem Motiv eine Beschäftigung mit der Malerei selbst wird.